Herr Präsident, liebe Kolleginnen und Kollegen, es ist ja eigentlich immer wieder erstaunlich, welche Emotionalität bei diesem eigentlich so nüchternen Thema der Infrastrukturabgabe hier aufkommt. Wir erleben Linke und SPD-Abgeordnete, die mit Zahlen des ADAC argumentieren, ein Herr Grischer engagiert wie eh und je. Und dabei geht es um ein Projekt, für das die Fakten doch tatsächlich sprechen. Ich will mal eins klarstellen. Hier wird jetzt wieder davon geredet, es handelt sich um eine CSU-Maut. Ich als Vertreter der CDU muss dem mal klar widersprechen. Ich glaube, es ist eher eine Frage, wie man zur Maut, zur Infrastrukturabgabe steht, je nach regionaler Betroffenheit. Bei uns im Südwesten gibt es seit jeher eine große Zustimmung für eine Pkw-Maut. Und deswegen ist, glaube ich, auch wichtig zu sagen, dass es nicht nur ein bayerisches oder nur ein CSU-Projekt sei, zumal wir während den Koalitionsverhandlungen bereits gemeinsam mit CDU, CSU und SPD vereinbart haben, dass wir die Infrastrukturabgabe einführen werden. Will ich Sie auch mal daran erinnern, liebe Kollegen von der SPD. Jetzt haben wir lange Diskussionen gehabt im Bundestag zu diesem Vorhaben und es wurden viele Kritikpunkte vorgetragen. Vielleicht hat auch das eine oder andere ja noch zur Verbesserung des Gesetzentwurfs beigetragen. Unterm Strich haben wir jetzt auf jeden Fall einen runden Gesetzentwurf, den man guten Gewissens verabschieden kann. Es wurden Kritikpunkte vorgetragen, auch noch mal vom Bundesrat, gerade eben wurde es auch angesprochen, wie beispielsweise die Belastung der Grenzregionen, die wir eigentlich schon längst geklärt haben. Wir haben schon viel darüber diskutiert. Wir haben auch dort Lösungen gefunden, die dazu beitragen, dass es eben zu keiner Belastung der Grenzregionen kommt, die nicht verantwortbar wäre. Wir haben Regelungen geschaffen, beispielsweise, indem die Autobahnen nur bemautet werden für die Ausländer. Deswegen muss man keine Sorge haben, was Effekte auf Einzelhandel, auf Tourismus in den Grenzregionen anbelangt. Das wird in Zukunft genauso möglich sein. Da kann ich auch wieder als Baden-Württemberger sagen, bei uns weiß man einfach, dass in Südbaden sich so gut wie jeder eine Schweizer Vignette kauft, weil man halt viel dort unterwegs ist. Das wird nicht dazu führen, dass jetzt plötzlich keiner mehr zum Einkaufen oder zum Essen nach Deutschland kommen wird in Zukunft. Wir haben das Problem, das mit dem Grenzverkehr beschrieben wurde, gelöst und wir haben auch andere Punkte aufgegriffen. Vorhin wurde angesprochen, dieses Gutachten, das es vor einiger Zeit gegeben hat. Ich glaube, die Grünen hatten es beantragt und beauftragt zum Thema Europarechtskonformität. Ich habe erst gedacht, erstaunlich, dass der Wissenschaftliche Dienst des Bundestages so ein Gutachten verfasst, habe dann aber dem Gutachten entnommen, dass es von einer Unterabteilung Europa erstellt wurde, wie auch immer. Ich glaube, die EU-Kommission als Hüterin der Verträge kann besser beurteilen, was EU-rechtskonform ist, als viele andere, die das auch hier jetzt gerade angesprochen haben. Deswegen sind wir überzeugt, die Infrastrukturabgabe ist europarechtskonform. Im Übrigen sind wir dazu ja auch in der Koalition gemeinsam zu der Überzeugung gelangt, in vielen Berichterstatterrunden und in vielen Anhörungen. Ich will allerdings auch noch etwas sagen zur Kritik Österreichs, weil ich die wirklich auch sehr ärgerlich finde. Seit zwei Jahrzehnten bezahlen wir Maut in Österreich. Und durch die Milliardeneinnahmen der ASFINAG, durch europäische Autofahrer, wurde der österreichische Haushalt und damit der österreichische Steuerzahler um genau diese Milliardenbeiträge entlastet. Wo ist denn nun die Diskriminierung, wenn wir eine Entlastung unseres Infrastrukturhaushalts genauso finanzieren wie die Österreicher seit 20 Jahren? Unterm Strich ist das genau dasselbe, wenn wir nun den ausländischen Autofahrern einen Beitrag für die Nutzung unseres Autobahnnetzes abverlangen. Und dafür dürfen Sie im Übrigen das größte Autobahnnetz Europas und das noch zu einem relativ günstigen Betrag nutzen. Die Österreicher sollten ihre Position wirklich noch einmal gründlich überdenken. Und ich weiß, es können einige hier nicht so gern, wollen einige hier nicht so gern hören, aber es ist in der Tat auch eine Frage der Gerechtigkeit. Ich kann noch die Urlaubserlebnisse von Alexander Dobrindt toppen. Wir waren nämlich in Kroatien im Urlaub, 14 Tage unterwegs, 127 Euro Maut. Und das ist eben schon auch eine Frage der Gerechtigkeit, ob es sein kann, dass jeder, der bei uns durchfährt, nichts bezahlen muss und wir seit Jahr und Tag sehr viel Maut bezahlen müssen. Genau, Zeit für Gerechtigkeit. Darüber hinaus sind ökologische Aspekte berücksichtigt. Es wurde schon angesprochen, Elektrofahrzeuge sind befreit von der Maut. Finde ich auch noch mal ein wichtiges Signal. Und insgesamt hilft uns die Infrastrukturabgabe, unsere Ziele zu erreichen, die Infrastruktur besser zu finanzieren, die Nutzer mehr an den Infrastrukturkosten zu beteiligen, nicht nur mit dem massiven Ausbau der Lkw-Maut, sondern eben auch mit der Infrastrukturabgabe für Pkw. Meine Damen und Herren, es wurden Bedenken von Kommunen, vom Bundesrat, der EU-Kommission aufgegriffen.
Wir haben viel im Bundestag darüber diskutiert, Anhörungen gehabt, werden noch eine weitere Anhörung dazu haben und die Kritikpunkte aus meiner Sicht geklärt, sodass uns nun ein ausgewogener Gesetzentwurf vorliegt. Und deswegen bitte ich Sie um Unterstützung für dieses Vorhaben. Sabine Leidig ist die nächste Rednerin für die Fraktion Die Linke.